Hallöchen! Wir heißen euch willkommen bei den Dschungel-Ossis, Christian und Nancy hier. Wie ihr wisst, haben wir viel Arbeit und heute kümmern wir uns um die Rondelle für die Bäume, dass wir mulchen können. Wir sind natürlich schon dabei. Fleißig haben wir hier schon ein paar Steine rausgesucht. Hier ist ein sehr großer Stein. Zwei haben wir schon wegtransportiert, deswegen schwitzt der Christian auch heute. Und das ist heute wieder unsere Aufgabe. Wir haben euch das ja gesagt, wir müssen die Bäume ein bisschen, also für uns ein bisschen einfacher machen, dass wir nicht mehr so viel gießen müssen, weil wir jeden Tag gießen müssen. Und durch das Mulchen, was wir jetzt machen, bleibt das Wasser unten einfach ein bisschen besser und es wird halt gleichzeitig auch gedüngt. So, und heute wird gearbeitet. Drüben. Ich kann ja ganz kurz noch mal zeigen, ich weiß nicht, ob man das alles sieht, alles da, wo da so die Steine so hervorblitzeln, da haben wir das schon fertig. Ich habe gerade schon was hingebracht zum Mulchen, aber der Christian braucht jetzt die Schubkarre für die schweren Steine. So, und dann gucken wir uns das doch hier einfach mal an, was wir hier jeden Tag dann jetzt zu tun haben. Hier kann man hier drüben hinhüten. Dann sehen wir das vielleicht ein bisschen besser. Ja, wir müssen uns die Arbeit einfach ein bisschen erleichtern. Haben heute eine Mütze auf. Wie gesagt, es ist sehr heiß. Wir haben im Moment immer bis 39, 40 Grad, gefühlte 45 Grad hier. Jetzt haben wir wieder ein bisschen zeitiger angefangen. Und jetzt geht's los. Jetzt holt er den ersten Stein schon mal hier raus. Und das ist natürlich echt anstrengend, ne? Also ich kann da gar nicht helfen, sonst ja, liege ich direkt wieder 5 Wochen im Bett. Und der Christian muss jetzt da durch. Der Anton ist heute dabei, der Dicke, die Anna ist dabei. Dann wollte ich ja eigentlich gerade die Hühner rauslassen, Entschuldigung. Aber die kann ich ja nicht rauslassen, wegen dem Stevie, weil da gab es ja dieser Hahnkampf, das mussten wir ja trennen. Und jetzt muss er erstmal sich wieder erholen. Und jetzt macht der Christian hier, müssen wir ganz kurz unterbrechen. Jetzt gucken wir uns das mal hier an, wie er den... Das ist aber schwer. Den müssen wir teilen. Wir können den noch nicht mal zusammen hochheben, weil ich nicht weiß, wie ich diese Kamera hier hinstellen soll sonst. Damit willst du das machen. Das ist natürlich auch sehr gefährlich, weil da splittern genau die Steine weg und wir haben keinen Schutz. Wir machen einfach die Augen dann zu. Müssen wir ein bisschen teilen, ist einfach zu schwer der Stein, ne? So, und das dauert. Das dauert, aber das muss gemacht werden. Auf der anderen Seite ging das ein bisschen einfacher, ne? Mit den Steinen ein bisschen teilen. Ja. Ja. Zum Glück ist der Wind ein bisschen da. So. Ist er durch? Nein. Wie sollen wir den denn durchkriegen? Guck mal, der hat ja gar keinen Riss. Soll ich nicht kurz die Kamera einfach zur Seite legen? Ja. Und wir heben den zusammen hoch. Ui. Jetzt sind wir überrascht. Oh mein Gott, der Kaffee hat gut getan heute Morgen. Ach, ist das schön. Einfach nur hier stehen und mal nichts tun und ja. Oh, das ist krass. Das ist echt krass. Ja, da kann man kein T-Shirt anziehen, da schwitzt dir ja alles. Das ist ja Wahnsinn. So, jetzt fahren wir rüber zu dem Baum. Oh, Vorsicht, wir haben hier überall so Baumstümpfe am Boden. Die sind sehr gefährlich. Kann ich gleich mal zeigen, wenn der Christian das hier abgeladen hat. Wir fangen heute hier bei der Palme an. Die brauchen auch sehr viel Wasser. Uns ist eine vertrocknet leider, wo wir nicht so gut mit dem Schlauch rankommen, ne? Ja. Ja, war anstrengend jetzt hier, ne? Mit den Steinen. Ah. Möchtest du kurz erzählen, was du gefrühstückt hast heute schon, dass du so viel Power hast? Also, gefrühstückt habe ich 1 Liter Kaffee und ein bisschen Sonne. Ja, und die Energie reicht so für 2 Stunden und danach bin ich platt. Ja, danach ist er platt, dann geht er ins Bett. Siesta angesagt. Ja, wie gesagt, wir können hier heute nur morgens früh arbeiten, bis 11 Uhr maximal, weil dann ist es so heiß, da kann man nichts mehr machen. Da wären wir irre, wenn wir uns dann hier hinstellen würden und diese Arbeit vorrichten würden. Und das machen wir nicht. Wir fangen jetzt an und sind zeitig fertig. Können eine gute Siesta machen. Was hier Standard ist in Mexiko, ne? Ja. Hat denn jemand vielleicht irgendwie eine andere Idee, was man hätte anders machen können, um dass man das Wasser speichern könnte
in der Erde, für die Pflanzen, für die Bäume oder... Bevor ich mich hier weiter abracker. Bevor wir uns hier weiter abrackern, aber wir machen es trotzdem. Ja. Weil wir einfach denken, dass das eine gute Sache ist. Wie gesagt, auch mit den Blättern da drinnen. Das ist die beste Sache. Das ist die beste Idee eigentlich. Es wird direkt gedüngt und das ist einfach auch der Sinn und der Zweck der Sache. Habe ich es richtig gesagt? Richtig. Sinn und Zweck der Sache. Ah, also doch, ich weiß es nicht. Und dann kommt ja nächsten Monat hier auch der Regen. Ne? Und dann sollte sich das doch eigentlich hier lohnen. Schön machst du das. Sieht richtig gut aus. So, jetzt haben wir hier 4 Steine liegen. Jetzt müssen wir praktisch noch 5 holen. Ja, ungefähr. Und dann muss die Nancy wieder lossprinten. Und dann muss die wieder Blätter zusammen so, Leute, weiter geht's. Suchen. Ne, Anton? Macht der Papa das fein? Ja, das macht der Papa fein, ne? Das ist so warm. Guck mal, die Anna ist auch hier. Der Anton läuft immer hinterher. Hier gibt es immer was zu tun, ne? Gerbern müssen wir ja auch mal wieder hier. Das sieht ja schon wieder so grün aus. Alles, was hier so dazwischen ist. Das hier ist alles. Das muss eigentlich alles weg, ne? Hier, wir gehen mal hier rüber. Hier. Das ist ein Baum. Sieht man wegen dem Klebeband. Da hinten ist auch noch eine Kokos. Und dazwischen, das muss alles noch weg. Und unsere Hunde, die machen nichts, die machen nur Quatsch, ne, Anna? Hui! Da fürchtet sie jetzt hier rum fein, Anna! So, jetzt gehen wir mal wieder zum Christian. Er ist schon wieder fleißig dabei. Puh, wir hören ihn stöhnen. Ja, wie gesagt, wenn jemand einen Tipp hat, noch irgendwie was zu verbessern, der kann uns das unten in die Kommentare reinschreiben. Wir freuen uns immer über irgendwas Nettes und Hilfreiches. So. Und Hilfe nehmen wir dann natürlich gerne an. Christian muss jetzt hier wieder vorbereiten. Das sind jetzt hier so... Ja, hier liegen immer so Steine. Hier sind immer so Hügel. Hier, wo jetzt auch die Palme ist. Hier ist jetzt die Palme. Da ist eigentlich ein Hügel. Sehen wir ja nicht, weil wir nicht gejerbert haben. So, und das sieht dann hier so aus. Das sind alles so kleine Steine, also, was sagen ich, kleine Steine. Größere, die wir halt so zerteilen müssen. Die sind dann so eingerissen hier teilweise. Ich kann das mal hier zeigen. Hier. Und da könnte man das dann eigentlich teilen. So, aber das sieht leichter aus. Wie gesagt, es ist eine sehr anstrengende Arbeit, ne? Und wir sind zu zweit. Der Christian kann jetzt nicht sprechen. Sonst geht ihm die Luft aus. 4 Steine haben wir geschafft. Das ist ja schon mal Rekord, oder? Der fühlt sich. Ich kann euch sagen, liebe Leute, das ist Training. Das ist Training. Deswegen sehen wir auch so fit aus. Nicht magersüchtig, drahtig. Drahtig. Wir haben ja Sport gemacht in Deutschland, wo wir waren, ne? Ja. Haben wir regelmäßig Sport gemacht und wir sind auch viel Rennrad gefahren. Und wir waren auch viel im Wald und wir haben Pilze gesucht, also Champignons, Pfifferlinge, Maronen, Steinpilze, haben wir auch gefunden. Und jetzt haben wir so eine Arbeit hier zu machen, ist ein bisschen anstrengender. Da brauchen wir keinen Sport mehr täglich machen und mit dem Fahrrad rumdudeln. So, jetzt aber, Christian, hä? Da muss ja mal ein bisschen Pfiff kommen jetzt hier, ein bisschen schneller und... Zack. Hat zu tun. Er hat zu tun. Er muss richtig ran. Wir werden bestimmt auch nur maximal heute 4 Rondelle. 4 Rondelle schaffen. Und ich würde jetzt auch mal sagen, dass ich mal kurz dem Christian ein bisschen unterstützen werde. Leider kann ich das Handy, wie gesagt, hier nicht hinstellen, dass wir das zusammen machen können. Deswegen sehen wir uns einfach gleich wieder. Und berichten, wie weit wir gekommen sind. Richtig? Ja. Ja? Dann kannst du meine Luft holen jetzt eben. Und dann bis gleich. Liebe Leute, hier sind wir wieder. Mal gucken, ob wir jetzt drauf sind. Sehen wir später. Wir arbeiten jetzt zusammen. Und ja, los geht's.
Los jetzt, Kinders! Vorsicht. Ja, ich weiß. Ich kann noch ein paar kleine Steine raus. So, liebe Leute, jetzt geht's los. Ah. Ui, jawohl, Baby. Ja, das ist ja mal genial. Aber hey, sag mal, was machst denn du da? Ich hab gedacht, nimm mal die Steine da runter. Oder erst den hier. Ja, und dann noch ein paar kleine und dann kriegst du ja alleine hoch. Was das wohl wiegen wird. Puh. Mucho Kilo. Und los geht's. Ich muss mal ein paar Steine noch hierher. Christian muss jetzt wieder los. Was ich noch sagen wollte, wir müssen hier ganz vorsichtig sein. Hier könnten auch Schlangen sich unter diesen Steinen verstecken oder sogar auch Skorpione. Skorpione. Also da müssen wir wirklich vorsichtig sein, weil das ist alles giftig und immer vorher drunter gucken, was da drunter ist. Ne? Ist ganz wichtig hier. Das geht ja bestimmt direkt hier ab, oder? Vorsicht! Lass mich mal kurz vorbei. Ah, genialo. Ich mach den auch alleine. Nee, kein mehr. Dann nehme ich den so, okay. Wir bleiben hier überall hängen. Bis gleich. So, jetzt nehmen wir euch wieder mit. Jetzt geht's darüber. Wir schwitzen. Sieht man das? Wir schwitzen wirklich. Heute mit T-Shirt. So, der Christian hat gleich das erste Rondell geschafft. Wir gucken mal. Ah, er schwitzt. Das erste Rondell ist gleich fertig. Tada. Das muss ja auch nicht so groß sein, das Rondell, ne? Ich stehe jetzt ein bisschen in der Sonne, ich gehe mal raus. So. Ach, guck mal, wer hier noch kommt. Hallo Evelyn. Die Evelyn ist auch heute da. Ja, die ist ja immer hier. Die kriegt ja bald Zuwachs. Ne? Was heißt Zuwachs? Nee, Zuwachs sagt man dazu, oder? Zwei Freundinnen. Zwei Freundinnen, genau. Die bekommt zwei neue Freundinnen. Und zwar die Emmy. Und die Penny. Dann ist sie nicht mehr so alleine. Hatten wir ja schon mal gesagt. So, das erste Rondell hier
mit den Steinen ist jetzt fertig. Wie gesagt, jetzt fehlt nur noch Mulch und das organisiert jetzt die Nancy. Wie gesagt, die macht sich gleich mit der Schubkarre auf den Weg. Auf den Weg, ja, und holt den Mulch aus dem Dschungel raus. Da hinten habe ich schon meine Tonne stehen irgendwo. Schubkarre brauche ich dafür auch. Und dann kommt das da rein und dann ist das erste für heute fertig, ne, Christian? Ja. Und da, wie gesagt, wir schaffen heute maximal vier. Drei, vier, weil bis 11 Uhr ist auch nicht lang. Ja, liebe Leute, da kommt die Nancy angefahren, völlig erschöpft. Ich habe es gerade nur noch schreien hören auf der Area. Da ist die Nancy wohl gegen eine Wurzel gefahren. Ja. Extreme Schmerzen, das Schienbein ist wohl schon blau. Ein bisschen, ja, es ist okay. Und nicht so nah, ich habe Haare an den Beinen. Oh Gott, die wollt ihr nicht sehen. Nee. So, fürchterlich. Hier sind wir. Ja, den Platz hat die Nancy auserkoren. Jetzt machen wir ein bisschen Mulch fertig hier. Genau. So, muss ich erstmal zusammenhaken. Weil muss ich mir hier den großen Teil vom Bett machen. Ja. Bester Biodünger ist das hier. Da müssen wir keinen Cent Geld für ausgeben. Nee, manche wären froh, wenn die sowas hätten. Richtig. So. Wir haben von einem Mitstreiter in Paraguay gehört, der ist zu den Zuckerrohrplantagen gefahren und hat gefragt, ob sie ihm nicht den Abfall geben können, weil er auf seinem Land überhaupt gar keinen Mulch für seine Bäume hatte. Aber Gott sei Dank, wir sind gesegnet. Wir sind gesegnet. Oh. So. Natürlich nicht so einfach, wie man sich das hier vorstellt. Am besten mache ich mit Handschuhen. Sicher ist sicher. Wir wollen ja nicht noch, dass da ein kleiner Skorpion irgendwo drin steckt oder eine Spinne, die giftig ist. Wie gesagt, müssen wir extrem vorsichtig sein. Wir haben schon mehrere Schlangen hier am Grundstück gehabt und es war bis jetzt jede giftig. Also immer mit Vorsicht arbeiten und Köpfchen einschalten. Auch wenn es natürlich nach ein, zwei Stunden die Konzentration sehr, sehr nachlässt, dann sollte man lieber eine Pause machen, bevor irgendwas Schlimmeres passiert. Wie gesagt, wir haben unsere Erfahrung gemacht, vielleicht nicht mit Schlangen, aber mit Wurzeln. Der Christian hat sich seinen linken Fußnagel komplett abgehauen. Das heißt, der Fußnagel ist geplatzt, der Zeh war mit Sicherheit gebrochen. Nur ich habe solche großen Füße und solche großen Zehen, dass ich das tatsächlich ohne ärztliche Behandlung in Kauf genommen habe. Aber wie gesagt, Vorsicht ist geboten. Ja, bei uns wird es natürlich jetzt hier auch ein bisschen trockener im Dschungel. Ja, es ist sehr trocken im Moment. Ne? Wir warten wirklich auf die Regenzeit. Ja, ich würde sagen, alle freuen sich auf die Regenzeit. Tiere, Bäume, Pflanzen, einfach alles. Ja. So, die Nancy hat jetzt hier die Tonne vollgepackt. Und ich würde sagen, das reicht. Ja, das packe ich jetzt erstmal hier drauf. Und dann mache ich die Schubkarre noch voll. Okay, wie du möchtest. Mir läuft der Schweiß in die Augen. Ja. Halleluja. Das hat so schwitzt. Ich glaube, man sieht mir das ja auch schon an. Ja, du schwitzt, Baby, du schwitzt. Das habe ich noch nie gesehen. Ja, wir haben bei YouTube letztens gehört, dass der YouTube-Algorithmus wohl halbnackte Menschen aus dem Radar wirft. Es tut mir leid, liebes YouTube, aber wenn ihr hier stehen würdet, bei diesen Temperaturen und arbeiten müsstet, dann würdet ihr uns verstehen, dass wir wirklich nicht ständig lange Sachen anziehen können. Also verzeiht uns, liebe Leute, das soll keine Provokation sein. Das ist einfach nur, weil es höllisch warm ist. So, hier noch die Schubkarre und dann ist gut. Eine Zeit. Richtig. Und wie gesagt, wir müssen ja auch immer ein paar Strecken zurücklegen. Das sind ja meistens so 100, 150 Meter. Jetzt wird es ja immer weiter. Also wir gehen ja auf die andere Area. Also das heißt, wir müssen immer so 200, 250 Meter mit der Schubkarre in den Dschungel und die Blätter erstmal hier alle einsammeln. Dadurch säubern wir natürlich auch unseren Arbeitsweg, den ihr ja kennt von dem Video, damit sich halt nicht so Schlangen und Skorpione sich auf dem Weg bei uns rumtreiben, ne? Und wir sie einfach ein bisschen mehr im Dschungel halten. Richtig. So, jetzt noch ein bisschen rechts und links drauf. Und dann sind wir auch schon durch.
brauchen alles. Ja, wir nehmen so viel mit, wie es geht. So, warte, ich fahre jetzt mal ein Stück vor. Boah, siehst du, genau das. Ja, weil du die Schubkarre höher halten genau musst. Das. Wie oft soll ich dir das noch sagen? Genau das. So, Baby, dann gib mal alles. Ich muss mich erstmal wieder anziehen. So, los jetzt. Und jetzt düst die Nancy noch. Toi, 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 dass ich gut ankomme. Hoffentlich. Konzentrier dich bitte. Der Mulch ist fertig. Der Mulch ist fertig. Mhm. Gut, Stiefel wird jetzt hier wieder zurück. Aber hier ist es schön angenehm, ne? Ja, hier ist es auch luftig. Hier ist es richtig luftig. Und gleich, wenn wir wieder auf die Area kommen, da ist es wieder warm. Zum Arbeiten ist es manchmal nicht so schön, ne? Nope. Aber man gewöhnt sich, finde ich, aber auch dran. Ja, aber am Ende des Tages ist die Wärme gut und die Sonne ist hervorragend und wir lieben dieses Wetter. Danach können wir erstmal schön duschen gehen. Richtig. Mit dem schönen Brunnenwasser, was wir richtig haben. Richtig. Oh, das ist fantastisch, sag ich euch. Ja, ich hab die Handschuhe verloren wieder. Das ist eine Erfrischung. Ob wir überhaupt ankommen. Das ist eine Erfrischung, wirklich. Da freue ich mich auch schon drauf. Puh, muss mich konzentrieren. Bitte, konzentriere dich. Es sollte nichts passieren, bitte. Das Gute ist, dass es nicht so schwer ist hier. Ja, das Laub. Das Laub ist so leicht, sag mal. Ich würde mit der Nancy lieb und gern tauschen, dass die Nancy die Steine macht, aber ich meine, so ein Stein wiegt 40, 50 Kilo, das ist wirklich schwer. Du bist der Mann. Ich bin der Mann, richtig. Du musst die Steine schleppen. So, jetzt gehen wir hier über das Superfeld. Ich hoffe, ich sehe schon die nächste Wurzel. Genau vor mir. Da hinten sehen wir unsere leeren Häuser. Ihr habt es ja gesehen, die Schweindel sind weg. Sogar die Birni. Sogar die Bernadette haben wir abgegeben. Aber die Bernadette hat uns am Ende des Tages nur die Bananen weggefressen. Alles hat die einfach weggefressen. Die macht ja auch alles kurz und klein. Die frisst Eier, die frisst Katzenfutter. So. Alles. So, jetzt sind wir wieder angekommen hier an unserem Rondell. Liebe Leute, hier sind wir wieder. Tada! Das ist das erste Rondell. Jetzt könnt ihr mal sehen, wie viel Zeit wir hier in Anspruch nehmen müssen, um dass wir eine Pflanze fertig kriegen. Und wie gesagt, die Steine sind echt schwer. Aber am Ende des Tages ist das für die Ewigkeit. Ja, müssen dann immer nur noch Mulch nachfüllen. Ja, und wieder ein bisschen dann gießen, aber nicht jeden Tag. Nein, einmal die Woche circa müssen wir das dann nur noch gießen. Ne? Am besten rein, und dann haben wir Zeit für andere Projekte, die wir uns mal vorgenommen haben, aber sonst bis jetzt nicht auf die Kette gekriegt haben. Weil wir es einfach nicht geschafft haben. So. Noch ein bisschen verteilen? Ja, und bitte. Noch was rein. Ja, na sicher. So. Nancy verteilt das da alles schön drin. Die Stecker mache ich immer ein bisschen kleiner, dann geht es alles ein bisschen schneller. Richtig. Wie gesagt, und da wird ungefähr eine... Ich möchte mal sagen, so eine 30 cm Schicht Mulch wird ungefähr drauf kommen. Also das heißt, bis die Sonne da durchkommt, das dauert sehr, sehr lange. Eigentlich hat die gar keine Chance unter 30 cm. Also wir hatten gestern einen Test gemacht bei einer Carambolo, die wir schon gemulcht hatten und vor einer Woche gegossen. Da waren sogar noch die Blätter unten feucht. Ja, und die Erde war noch klitschnass nach einer Woche und jeden Tag 38 Grad. Ja, das ist der Sinn. Einfach. Ja. Ne? Und dann fängt die Blätter, die fangen irgendwann an zu arbeiten, Tiere bilden sich, der Biorhythmus beginnt, also. Und, wir müssen noch sagen, eigentlich müssten wir das ja hier vorher gießen. Richtig. Aber wir haben kein Wasser mehr im Tank. Richtig. Ich wollte gestern hier gießen, die Zitrusfrüchte, weil die unbedingt so viel Wasser brauchen. Ja, für die Tiere hat es noch gereicht, für die Bäume leider nicht mehr. Ich muss heute Wasser rüber schmeißen, hier in den Tank rüber. Und danach wird hier gegossen. Aber vorbereiten können wir trotzdem schon. Richtig, wir warten mit dem Wasser bis zur Mittagssonne, da wir dann im Endeffekt keinen Strom verbrauchen. Ne?
weil die Pumpe wird ungefähr 1,5-2 Stunden laufen, ne, bis der 2.500 Liter Tank da oben voll ist. Und das machen wir dann lieber, wenn wir volle Sonne haben, damit wir unsere Batterien sparen. Ja, wir müssen halt ein bisschen mitdenken. Und so lange mulchen wir das jetzt und nachher wühlen wir das ein bisschen auf und lassen es einfach voll laufen. Und dann hat die Kokospalme eine Woche was davon. Es wird ja auch immer viel Wasser verdunstet in der Tonne. Richtig, im Moment ja. Dadurch, dass es ja so heiß ist, mir ist gerade ein bisschen schwindelig. Ah, da das ja so heiß ist, verdunstet das Wasser ja auch so viel. Und da geht natürlich noch mehr weg. Und das vergessen wir ab und zu mal. Ja, und gestern war mal so ein Tag. War mal der zweite, ne? Das hatten wir schon mal. Ja, das ist uns schon mal passiert. Ist schon mal, ne? Aber wir haben Wasser. Wir haben Wasser. Umsonst. Wir verschwenden das Wasser auch nicht. Also, ja. So, und hier kommt jetzt im Prinzip der nächste Baum. Dafür müssen wir jetzt erstmal wieder die Steine holen. Das wird jetzt wieder eine Weile in Anspruch nehmen. Der Prozess geht wieder von vorne los wie das hier. Dann ist das fertig. Das ist jetzt fertig. Ja. Wie gesagt, das muss nur noch gegossen werden. Und dann ist das durch hier. Und dann wird die Palme richtig gut wachsen. Ja, auf jeden Fall. Die wächst ja so eigentlich schon ganz gut hier. Die anderen Palmen ja hier vorne ja auch. Ja, aber dadurch, weil wir so viel wässern. Das ist wichtig, wie gesagt. Arbeit. Das nimmt uns Arbeit ab. Ja. Und jetzt machen wir hier den zweiten. Und dann ist Feierabend, Leute. Für heute würde ich einfach sagen, wir wünschen euch einen schönen Tag. Nicht vergessen, abonnieren, teilen und liken. Genau. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin, Leute. Die Dschungel-Ossis. Die Dschungel-Ossis.